Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zu einer Runde Evolve. Und das nicht alleine. Der gute Vasaris, beziehungsweise Weiwei, wie ich ihn inzwischen nenne, ist auch wieder mit von der Partie. Moin, moin. Und es wird diesmal so ein bisschen anders laufen. Also ich werde darauf warten, dass ich seine Aufnahme habe. Und dann werdet ihr hier in dieser Aufnahme gleichzeitig auch seine Aufnahme sehen können. Okay, ich darf Assault spielen. Und ich Trapper. Das ist natürlich toll. Auch gut. Normalerweise wollten wir Medic und Assault beide spielen, um da was auszutesten. Allerdings habe ich jetzt damit auch die Wahl, euch einen der neueren Jäger, beziehungsweise einen Reskin zu zeigen, Blitz Markov. Das werde ich gleich nutzen. Wir haben auch Freeskins von Turtle Rock direkt dazu bekommen, was eigentlich echt mega geil ist, was ich auch gern direkt nutze. Aber begrüßt du doch erstmal deine Leute. Ja, echt mal. Ja, unverhofft kommt halt oft. Ich bin jetzt auch Trapper. Ich wollte eigentlich ja auch, wie gesagt, mehr Assault spielen. Aber gut, dann spiele ich meinen schönen Jack, den Jackal, ja. Was ja auch ein relativ neuer Charakter noch ist. Also für mich ist der noch neu. In Wirklichkeit ist er schon fast ein halbes Jahr raus, aber gut. Und Jack wurde ja sich auch gewünscht von meiner Seite der Leute her. Also können die dann auch ein bisschen Jack-Action sehen. Also zu Blitz-Markov, der Unterschied zu Markov ist einfach, je länger man drauf hält, desto mehr Schaden macht man. Dasselbe gilt für die Minen, die man hin legt, und das Sturmgewehr hat ein geringeres Magazin, aber dafür mehr Durchschlagskraft. Und es hat keinen Kettenblitz mehr, das Tesla-Gewehr. Das ist so gut zu wissen. Ich nehme ja auch Geodon gerne Kapazitätserhöhung, und dann gucken wir mal, ich wette, er nimmt einen Rave, und dann habe ich die Arschkarte, weil ich nicht lange aufhalten kann. Ah, nee, Behemoth. Ja. Wir freuen uns drauf. Behemoth. Ja. Da kann man bestimmt gut draufhalten. Ja. Er haut aber trotzdem ganz gut rein. Wobei, ich habe gestern mal wieder den normalen Markov gespielt und ich bin mir noch nicht sicher, wen ich jetzt besser finde, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil das ist halt die Sache, du hast halt, erst macht man weniger Schaden als der normale Markov und im Nachhinein, wenn man länger draufhält, mehr. Und die Minen sind halt genauso. Du musst halt wirklich dauerhaft draufhalten. Ja. Ansonsten wird, ihr werdet das sehen, die Blitzstrahlen werden andere Farben annehmen. Ja, genauso die Minen auch. Die ändern auch die Farbe und sind dann halt stärker. Und das Problem ist halt, am Anfang sind die halt schwächer. Am Ende sind sie stärker. Das wird man sehen. Genauso hier Rogue Val, ich weiß nicht, ob ich es auf meinem Kanal schon vorgestellt habe, ist auch ein Reskin von Val. Aber es kommt alles. Ich werde jetzt versuchen, ein paar mehr Aufnahmen zu machen, da ich auch, also aktuell kam ja eh nichts auf meinen Kanal und alles. Ja, das mit den paar mehr Aufnahmen, das wäre auch Teil meiner eben geplanten Anrede gewesen, weil, ja, also ich werde ja immer mal wieder auch in meinen Streams gefragt, ich stream ja viel, dass ich mal wieder was auf YouTube machen soll, und ja, habe da echt lange nichts mehr gemacht. Das ist ja auch immer so ein Zeitfaktor, aber gut. Heute sind wir mal wieder dabei und nehmen ein bisschen was für euch auf. Und dann sehen wir mal. Hoffen wir, dass das wären echt spannende Runden, dass man das auch zeigen kann. Und nicht irgendwie so total fail. Okay. Denkan, du bist Trapper. Ach nee. Da war halt eine Spur, aber es kann auch fake gewesen sein. Ja. Ich geh einfach mal hier lang. Man weiß ja, wie es ist. Okay, hier ist Nomade. Den nehme ich mir. Guck mal, könnt ihr auch gleich sehen, wie sich das verändert und immer stärker wird. Geht mir halt rum, das ist der Buff. Sagt ihr was? Nee, ich habe keine Spuren. Halbiger, haben wir gleich einen Buff. Ich habe keine Spuren. Außer dieser einen Spur am Spawn habe ich nichts. Und ja, mein Dings hat auch nichts aufgefasst. Ja, notfalls warten wir auf die ersten Vögel, sofern wir dann relativ in der Mitte sind. Ja. Ich habe jetzt nicht töten. Bye bye. Nicht töten. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen. Don't kill the wildlife, please guys. Aber der ist wahrscheinlich in die andere Richtung gegangen. Ich bin wahrscheinlich genau mit meiner Vermutung falsch gegangen. Ja, lass uns gleich noch mal eine Drohne. Richtung gehen. Ja, ich gehe jetzt Richtung Mitte wieder. Ich meine, ich werde dann gleich noch meine Drohne raushauen. Einfach um zu gucken, und also häufig ist, wenn man als Trapper so ein bisschen keine Ahnung hat, wo die sind, gucken, auch umschauen, okay, wo ist eventuell totes Wildlife und umgekippte Bäume. Ja, klar. Deswegen sagen die Trapper ja auch immer, wir sind Fährtenleser, also man muss wirklich alles beachten. Fußspuren, gefressene Monster, die hier irgendwo als Leichen noch rumliegen, Geräusche, Vögel, alles. Aber er ist Stage 2 geworden ohne Vögel? Ja, das hat mich jetzt auch überrascht, und ich habe immer
immer noch nicht so richtig gehört, wo er entwickelt. Doch. Ja, genau. Ist er da hinten? In Ordnung. Jetzt sind auch Vögel da. Hier ist sein Wolfspot in der Höhle. Okay. Da unten ist er anscheinend. Er ist drinnen, nehme ich an. Ja, der Orbital. Hä, der müsste eigentlich gesessen haben. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? So, ich muss hier hin. Kommt ein Felsen geflogen, falsches Monster, Jack. Aber der Song, die musikalische Einlage war gut. Ich werde hier auch oben auf den Bergen. Ja, wollte ich auch, bloß ich habe gerade so ein leichtes Problem, weil mein Jetpack leer ist und ich nicht mehr hochklettern kann. Okay, ich muss hier mal. Ja, macht gerade auch ordentlich Schaden, glaube ich. Go on top of the hill, say on my mind. Nein! Oh Gott. Verdammt. Oh Gott sei Dank. Oh nein! Das gibt's gar nicht. Ich bin noch unsichtbar gewesen gerade und weggerannt. Kein gutes Jetpack-Management von mir gerade. Ja, ich sehe schon. So. Hat er gerade unseren Medic getötet? Nein, der Medic steht neben mir. Okay. War der drauf? So, gut. Also er für ihn eigentlich sehr gut ausgegangen, muss ich sagen. Ja. Die Runde. Leider. Also ich wirklich, also die zwei Zweigs unschön gewesen. Wenigstens habe ich jetzt seine Fährte, das ist der Vorteil. Ja. Aber jo, wir haben. Und vor allem, du hast den Buff, ne? Normalerweise ist dein Chat-Tag eindeutig geringer, mein Lieber. Wie gesagt, ich weiß. Die erste Runde ist manchmal immer so ein bisschen. Nicht korrektes Jetpack-Management. Ja, bin ich dabei. Aber er hat dich auch gefunden. Und ich finde der Roguewell echt nicht gut als Medic für dann. Ja. Ja. Gobbot hat uns angeheuert. So. Das ist Phase 3, okay. Hä, wie hat der das jetzt so schnell gemacht? Ich find's auch überraschend. Also ist jemand, der an. Jetzt so schnell geht. Du bist nicht das einzige Fremde auf diesem Planeten. Er ist, glaub, nicht drinne. Hast du geguckt? Kann nicht sein, dass der nicht drin ist. Hä? Das war doch der Evolve-Spot. Dude, er ist draußen, ne? Mein Lieber. Du sollst endlich auf das Emblem achten mit der Donnerkuppel. Ich hab's dir gesagt. Ja, jetzt müssen wir zum Relay. Ja. Ich gehe hier lang. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ich achte auch auf Donnerkuppel, aber ich habe auch schon erlebt, dass Donnerkuppel nicht gekommen ist. Ja, aber trotzdem, ist und ganz der ehrlich, der war viel zu weit weg, mein Lieber. In der Situation. Medic, don't go alone. Come to us. We want to go to relay. Ja, ich weiß, meine englische Aussprache ist schrecklich, Leute, aber müsst ihr gerade leben. Wow, er ist da. Gut, warte. Wow, geil. Wo ist er? Da merkt ihr halt so Situationen, ne? Wenn problematisch werden. Ja, der Medic hat uns noch nicht mal hochgeheilt und nix. Ja, es ist halt Roguewell, ne? Wow. Geh kurz mal ein bisschen weiter weg. Die Runde darf man gar keinem zeigen. Naja, die wird dann genommen, mein Lieber. Die wird genommen. Wir sind halt Seiten von Evolve, ne? Und das war's. Goodbye, Tommy. Ach ja, diese Freude. Das war's insgesamt. Ah, ärgerlich die Runde. Ah, es passiert halt, wenn der Medic nicht ordentlich heilen kann in der Situation. Ja. Deswegen mag ich kein Roguewell.
kann. So, Shield. Weil keine Ahnung, ob die anderen auch einfach zu viel Schaden gefressen haben und zu wenig gedodged haben, ich weiß es nicht. Und das war's. Also ich hatte eben keine Chance, also der hat seine Attacken so gut getimed bei mir. Das heißt nichts, du hast immer eine Chance. Ja, ich weiß, aber... Mein Lieber, du hast immer eine. Na, das ist nicht hier, na, das kommt gar nicht erst zur Diskussion. Ja, mein Damage-Output war jetzt nicht top. Aber was soll man da großartig machen in der Situation? Ich konnte auch nichts machen. Ich bin nur einmal weggesprungen und gestorben. Jupp, dann gehen wir kurz mal hier raus und sehen uns bei der nächsten Aufnahme, weil ich jetzt erstmal Essen vorbereiten muss. Also Leute, ich werde gleich nochmal ein bisschen was aufnehmen. Wir sehen uns. Tschö, tschö. Ciao.